Kommen wir zur Teilaufgabe C. Zeichnen Sie das ST-VT-Diagramm für die ersten 4 Sekunden mit Hilfe der oben genannten Gesetzmäßigkeiten. Bei einem nichtlinearen Graphen mindestens 3 Zwischenwerte berechnen. Dieser letzte Satz, bei einem nichtlinearen Graphen mindestens 3 Zwischenwerte berechnen, das wird in der Abituraufgabe immer ganz am Anfang in der Belehrung stehen. Also den würdet ihr nicht an der Stelle nochmal finden, sondern müsst ihr selber dran denken. Also ihr schaut euch das ST-Gesetz dran und das ist eben hier mit t hoch 3. Das ist also kein linearer Graph. Entsprechend muss man jetzt, um die Zwischenwerte zu berechnen, für einen Zwischenwert ausführlich rechnen und dann quasi die restlichen Werte in einem Diagramm. So, na gut, dann los geht's. Machen wir zuerst das VT-Diagramm. Ich markiere mir noch mal kurz die Operatoren. So, das soll ich machen. Und dann geht's los. Zeichnen als Operator verlangt wieder 1 mm Genauigkeit und Millimeter Papier. Hier habe ich euch, damit es schneller geht, das Koordinatensystem schon vorgegeben. So, fangen wir nochmal kurz an. Wegzeitgesetz lautete V ist gleich 1/4 Meter pro Sekunde Quadrat mal T Quadrat. Ich würde jetzt also die Geschwindigkeit zum Beispiel nach 4 Sekunden berechnen wollen. Und wenn ich jetzt einsetze, dann komme ich auf 4 Sekunden zum Quadrat sind 16 Sekunden Quadrat mal 1/4 Meter pro Sekunde Quadrat sind 4 Meter pro Sekunde. Jetzt habe ich es also einmal ausführlich ausgerechnet und die Zwischenwerte würde ich jetzt analog in einer Tabelle bestimmen. So, naja, 0 wäre zum Zeitpunkt t gleich 0 Sekunden wäre natürlich auch nochmal nett gewesen, aber das sieht man, denke ich, hoffentlich hier auch. 0 zum Quadrat ist 0, 0 mal 1/4 ist 0. So, wenn ich 1 einsetze, bin ich bei 0,25 Meter pro Sekunde. Für 2 Sekunden bin ich bei 4 Sekunden. Bin ich bei 1, weil es heißt 1 mm Genauigkeit, signalisiere ich das einfach, indem ich nochmal ein Zehntel mit notiere. 3 Sekunden, 2 mal 2, 3 zum Quadrat sind 9, 9/4 sind 2,25. Hier könnt ihr ohne Probleme entweder im Kopf rechnen oder Taschenrechner, das ist an der Stelle egal. So, jetzt geht es darum, die Werte einzutragen. Wir haben einmal bei 0, dann nach einer Sekunde sind wir bei 0,25, bei 2 Sekunden sind wir bei einer Sekunde, bei 3 Sekunden sind wir bei 2,25 und nach 4 Sekunden waren wir bereits bei 4 Meter pro Sekunde. So, jetzt entsprechend einzeichnen. Ich würde hier nochmal signalisieren, dass nach 4 Sekunden auch der Bewegungsvorgang abgeschlossen ist. Es gilt nur für die 4 Sekunden. Und jetzt die Ausgleichskurve zeichnen.
Das ist dann das VT-Diagramm nochmal. Die Achsen überprüfen T in Sekunden korrekt und die Geschwindigkeit V in Meter pro Sekunde korrekt. Wunderbar. So, kommen wir jetzt zum Zeichnen des ST-Diagramms. Ich notiere erst nochmal das Wegzeitgesetz. S von t ist gleich 1/12 Meter Sekunde hoch 3 mal Sekunde hoch 3. Ich berechne den zurückgelegten Weg nach 4 Sekunden. Rechnen und man kommt dann auf 5,33 Meter und die Zwischenwerte wegen dem nichtlinearen Verlauf können jetzt mit dem Taschenrechner berechnet werden. So, also weniger als 0,1, ein sehr kleiner Wert. Und dann geht's weiter. Und für 3 Sekunden sind wir bei 2,25 Meter. Bei 4 Sekunden waren wir bei 5,3. Und auch hier gilt wieder, die Ausgleichskurve zeige ich Ihnen. Wir sollen es nur für die ersten 4 Sekunden zeichnen. Ich würde also dann an der rechten Stelle auch das Intervall nochmal einzeichnen, um zu signalisieren, dass ich verstanden habe, dass dieses Bewegungsgesetz nur für die ersten 4 Sekunden gilt. So, wunderbar, gut. Den einen falschen Wert haben wir ja nochmal hinbekommen.